Bilanzpressekonferenz der Volksbank im Bergischen Land in diesem Jahr zum ersten Mal unter dem neuen Namen und ich habe die drei Vorstände bei mir Herr Otto, Herr Bodach und Herr Magnai. Herr Otto, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, wie zufrieden sind Sie mit den Zahlen 2017? Wir sind sehr zufrieden mit dem Jahr 2017. Wir hatten ein hervorragendes Jahr. Trotz Fusion, muss man sagen, oder vielleicht wegen, wegen der Fusion, hatten wir ein hervorragendes Jahr. Wir sind gut zusammengewachsen, aber wir haben insbesondere im Zusammenwachsen ein tolles Ergebnis mit über 20 Millionen vor Steuern erreicht. Und das ist wirklich wahnsinnig gut für uns. Herr Burdach, als Wuppertaler sozusagen zu den Remscheidern und Solingern dazugekommen, wie ist die Fusion aus Ihrer Sicht gelaufen? Ich kann das nur bestätigen. Auch aus meiner Sicht ist die Fusion sehr gut äh, gelaufen. Wir sind hier sehr freundlich und äh, gut aufgenommen worden. Es sind ja 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt hier an den Tenter Weg gezogen, die vorher in Wuppertal in der bernhard straße waren. Und ich kann das nur bestätigen. Und äh, ja, wirtschaftlich war die Fusion allemal sinnvoll. Sinnvoll und vielleicht wird da noch einer sagen, überfällig. Wenn wir ein bisschen zu den Zahlen kommen, ähm, wie sieht es da aus mit dem Geschäft, Immobiliengeschäft, mit dem Kreditgeschäft. Wie sah es aus im Jahre 2017? Ja, am besten zunächst mal ein dickes Kompliment an unsere Kundinnen und Kunden. Äh, die Kreditnachfrage im letzten Jahr war wirklich sehr, sehr gut. Wir konnten eine Steigerung. Banker sind da immer ja sehr zahlenlastig, um 4,6 Prozent oder etwa knapp 60 Millionen zusätzliche Kredite vergeben. Wir haben eine Rekordkreditherauslage in der Größenordnung von 1,33 Milliarden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist im Wesentlichen sowohl in den Privatsektor geflossen, in Bauinvestitionen, aber eben auch zur Finanzierung unserer mittelständischen Unternehmen, die ja aufgrund der aktuellen guten Konjunkturaussicht auch wirklich äh, rege Investitionstätigkeit haben. Und davon profitieren wir als Volksbank im Bergischen Land natürlich. Und das ist ja auch das Wichtige. Aber wenn man dann auf das Jahr 2018 guckt, äh, das schwierige Umfeld verändert sich ja nicht. Es bleibt immer wieder kompliziert, aber andererseits äh, die Wirtschaft brummt. Wir haben eine gute Perspektive. Das muss man einfach sagen. Wir gehen davon aus, dass 2018, aber wahrscheinlich auch noch 2019 die gute konjunkturelle Situation bestehen bleiben wird. Natürlich, wir beschäftigen uns immer mal wieder mit regulatorischen Themen als Bank. Aber insgesamt rechnen wir auch für 2018 für uns mit einem guten Geschäftsjahr. Wir versuchen irgendwo in die Region des, äh, des Ergebnisses 2017 zu kommen. Da sind wir ganz optimistisch, dass die ersten zwei Monate des Jahres sind. Sehr gut angelaufen. Also insofern sehen wir keine dunklen Wolken im Moment für die Bank, aber insbesondere, was uns wichtig ist, fürs Bergische Land am Horizont. Und wenn man den hausinternen Umbau sich anguckt, ähm, es gab ja auch der eine Veränderung in den Filialen. Ähm, wie sieht es da aus? Ronsdorf wurde zusammengelegt, aber sonst... Ähm Bleiben die 24 Filialen? Ja, die 24 Standorte werden weiterhin erhalten bleiben und wir werden auch weiterhin in unsere Mitarbeiter, aber auch vornehmlich in die Standorte investieren. So werden wir im Jahr 2018 also in Mettmann die Filiale ein Stückchen weiter verlegen vom Jubiläumsplatz also in die Poststraße und in Remscheid in der Alleestraße werden wir die Filiale äh, erheblich erweitern. Das wird ein sogenannter Flagship-Store. Und wir werden eine zweite Etage draufsatteln. Und in dieser zweiten Etage wird dann der Bereich Private Banking und die Baufinanzierungsspezialisten angesiedelt werden. Das wird die Leute hier in Remscheid besonders freuen. Also, die Allee-Straße wird größer. Sie haben gerade über die Zahlen gesprochen aus dem Jahre 2017. Wenn man nochmal drauf guckt, Investitionsvolumen wird ähnlich bleiben? Ja, das wird eindeutig so bleiben. Wir werden äh, sogar noch einen Ticken mehr investieren. Äh, wir bauen ja nicht nur unsere Filialen, sondern wir bauen ja auch für die Stadt, für die Region. Wir haben in 2017 äh, die Kindertagesstätte Hohlscheidsberg übergeben. Äh, sind wir sehr, sehr stolz drauf. Ist auch ein städtebauliches Highlight. Äh, die Farbgestaltung haben äh, die Erzieherinnen und äh, auch die Kinder letztendlich selbst entschieden. Sieht auch wirklich super aus äh, und eben Ähnliches machen wir zurzeit in Solingen auf der Hansastraße. Da hoffen wir in diesem Jahr auch fertig zu werden, äh, äh, sodass wir dann äh, ja auch mit ganzer Kraft ein weiteres Projekt äh, in Remscheid, ebenfalls eine Kindertagesstätte in äh, Lüttringhausen angehen können, sodass wir eigentlich glauben, wir geben der Region auch viel zurück. Äh, wir beschäftigen ausschließlich Handwerker aus der Region. Äh, das Geld, was hier in der Region erarbeitet worden ist, fließt auch eindeutig in die Region Zurück. Und so äh, denken wir eigentlich, dass wir auch hiermit äh, den genossenschaftlichen Gedanken der Hilfe zur Selbsthilfe wirklich leben. Genau, und darum geht es ja. Zum Abschluss nochmal, ähm, wir haben darüber heute jetzt in der Pressekonferenz nicht gesprochen, aber ich hatte es in den Unterlagen gesehen. Ähm, die Volksbank einerseits feiert 100-Jähriges, die Wuppertaler-Kollegen feiern 150-Jähriges im nächsten Jahr. Es Ist einiges geplant jetzt ab Sommer 2018? eine Art Jubiläumsjahr zu feiern. Ne? Ja, 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 wir machen so ein bisschen ein Spagat. Wir, wir, wir machen das Jubiläum 2018 und 2019, weil wir in 2018 100 Jahre alt geworden sind als alte Volksbank Remscheid-Suling. Die Kollegen in Wuppertal wären im nächsten Jahr 150 Jahre. Also es werden sich viele kleine äh, äh, Jubiläumsprojekte äh, äh, wie eine Kettenschnur ab dem Sommer bis in den Sommer nächsten Jahres zeigen. Und wir machen nichts Riesig Großes, da wollen wir auch gar kein Geld für ausgeben, sondern viele kleine Projekte, viele kleine Feiern in den Filialen vor Ort, weil wir wollen es in der Region machen. Wir wollen es nicht irgendwo zentral machen, weil wir wollen es der Region da auch wiedergeben. Es werden viele kleine Themen in den einzelnen Filialen über das gesamte Jahr 2018, aber auch 2019 stattfinden. Und da freuen wir uns schon drauf. Danke schön den Herren für dieses Gespräch. Also, die Volksbank im Bergischen Land stellt ihre Zahlen vor für das Jahr 2017. Es war sehr, sehr erfolgreich und fürs Jahr 2018 sieht es auch gut aus.